Das ganze Ausmaß der Katastrophe in den türkischen und syrischen Erdbebengebieten ist noch längst nicht absehbar. Was aber schon klar ist, ganze Stadtviertel sind in sich zusammengefallen während der starken Erdstöße. Und das, obwohl zumindest die Türkei im Umgang mit solchen Ereignissen erprobt ist. Das Land hatte nach dem großen Erdbeben von 1999 auch Verbesserungen im Katastrophenschutz angekündigt. Darüber spreche ich jetzt mit Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin von der Uni Siegen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hat sich denn seit dem letzten großen Beben von 1999 gar nichts verbessert im türkischen Bauwesen? Doch, es gab nach dem großen Erdbeben von 1999 tatsächlich neue Gesetze. Die türkische Regierung hatte Gesetze erlassen, nach neuen Erdbebenstandards zu bauen. Aber die Frage ist natürlich, ob das auch so eingehalten wurde oder nicht. Dafür ist es zu früh, darüber zu urteilen. Ja, das eine sind neue Vorschriften, das andere ist die Frage, ob diese Vorschriften dann noch eingehalten werden. Wird sowas in der Türkei überhaupt kontrolliert? Das ist ein wichtiges Thema. Also das Thema des Vollzugs. Werden überhaupt die erforderlichen Bodenuntersuchungen tatsächlich ausgeführt? Wird dann auch darauf reagiert, auf die Bodenbeschaffenheit, ob das ein Gestein ist oder Sandboden? Wird entsprechend dann auch fundamentiert und die Gebäude so gebaut? Das ist eine Frage von Untersuchungen vor der Baugenehmigung, insbesondere der Abnahme nachher. Das heißt, wenn das Gebäude im Rohbauzustand oder während des Baus eben auch untersucht bzw. kontrolliert wird, was gerade ausgeführt wird. Das ist ein großes Thema und das wird sicherlich jetzt auch die türkischen Kollegen beschäftigen. Wir sehen ja auf den Bildern, die jetzt aus der Türkei zu uns kommen, dass da teilweise ein ganzes Wohngebiet noch steht und nahezu unbeschädigt aussieht. Und in der Mitte dann ist dann ein Haus komplett zusammengebrochen, wie ein Kartenhaus. Ist das eine Frage von Glück oder Pech, eine Frage des Standortes oder sind die Häuser grundverschieden gebaut? Es ist keine Frage von Glück und Pech, es ist tatsächlich eine Frage der Bauweise. Da ist es also offensichtlich, dass unterschiedliche Standards bestehen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, sind die Gebäude, die jetzt in diesem Beispiel zusammengebrochen sind im Vergleich zu den anderen, aus welcher Zeit stammen sie eigentlich? Wann wurden sie gebaut? Dann kann man auch einen Vergleich ziehen. Aber letztendlich geht es schon auch um erdbebensicheres Bauen, darum, dass der Kern des Gebäudes, also die tragende Struktur, eine gewisse Bewegung erlaubt und dass das auch nicht alles schnell zusammenbricht. Also da sind Innenwände nicht interessant. Interessant sind die Fundamente, die Stützen, die Stahlbetondecken etc. Da muss jetzt genau hingeschaut werden. Genau, wie baut man denn ein Haus erdbebensicher? Es darf ja offensichtlich nicht ganz starr gebaut sein, wenn ich Sie richtig verstehe. Genau, also das Erste ist natürlich, der Angriff kommt ja vom Boden aus. Das heißt, da spielt eine große Rolle, welche Bodenbeschaffenheit liegt vor. Gestein oder Sandböden, dann schließt sich die Frage, wie kann ich diese Gebäude fundamentieren? Da geht es also um die Tiefe der Fundamente, um die Art der Fundamente. Danach geht es dann weiter um die gewählten Materialien. Welche Struktur, welche Tragstruktur hat das Gebäude? Und wenn ich das gerade als Beispiel nennen darf, in Japan baut man eben die Häuser, die sich in gewisser Weise mitbewegen können. Und das geht natürlich nicht unendlich, aber eine gewisse Beweglichkeit und Flexibilität hilft an der Stelle auch. Und trotzdem muss hier die Frage gestellt werden, sind eigentlich die Untersuchungen, die erforderlich sind, geführt worden und es ist auch entsprechend gebaut worden. Hätte denn die türkische Baubranche aus Ihrer Sicht theoretisch das Know-how und es wird nur nicht angewandt oder wo ist da das Problem? Die türkische Baubranche hätte Know-how. Die sind am Boden übrigens relativ gut aufgestellt im Vergleich zu uns beispielsweise. Wir haben Dutzende von Rettungsteams, weil natürlich wissen die, dass sie auch in einer Erdbebenzone leben. Also Ad-hoc-Maßnahmen, Rettungsmaßnahmen sind die relativ gut aufgestellt. Auch was die Statik angeht, was also die Bauweise angeht und was man dafür tun muss, sind die Kollegen sehr gut aufgestellt. Auch die Ingenieurkammer in der Türkei, die verschiedenen Kammern sind sehr gut aufgestellt. Die Frage ist hier wirklich, woher stammen die Gebäude, also wann wurden sie gebaut und wie wurde das kontrolliert? Das heißt also, Häuser, die neuer sind, haben wahrscheinlich eher standgehalten und die älteren von vor 1999 nicht. Davon müsste man heute ausgehen. Wie gesagt, die Situation ist noch etwas unübersichtlich, aber davon müsste man ausgehen, dass es hier offenbar unterschiedliche Bauweisen gab und unterschiedliche Ausführungen oder Einhaltungen von Standards.
Vielleicht geht diese Frage an Sie als Expertin jetzt ein bisschen weit, aber ist den Menschen vor Ort wohl klar, ob sie in einem erdbebensicheren oder in einem unsicheren Haus wohnen? Steht das irgendwo dran, wenn ich da eine Mietwohnung beziehe? Das glaube ich nicht, dass es so dran steht. Aber was man sagen kann, ist, dass natürlich den Behörden klar ist. Also die Forscher, die Behörden, die die tektonischen Bewegungen beobachten und begleiten, das ist natürlich klar. Und die Bauämter gehe ich auch von aus, dass es denen klar ist, wie weit das jetzt auch in dem im öffentlichen Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist. Das kann ich nicht von hier aus beurteilen, aber die Türkei wurde ja immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Das ist nicht das erste Mal und insofern braucht es tatsächlich auch eine Novellierung, mehr Kontrolle und einen besseren Katastrophenschutz. Vielen Dank für diese Erklärung, Lamia Messari-Becker. Danke nach Siegen. Ich danke Ihnen.